So einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Tickmill Trading Bootcamp heute am 12. Februar 2019. Unser Thema heute: die wichtigste Formel im Trading überhaupt und das sogenannte Payoff Ratio. Die wichtigste Formel des Tradings überhaupt ist tatsächlich jene Formel, die den Erwartungswert beschreibt. Also das ist heute das Thema. Und eine unglaublich wichtige Formel in der Tat. Man wird gleich übrigens feststellen, ich hatte gestern ja diverse Male schon diese Formel immer hier so mit einfließen lassen. Man wird gleich an einem Beispiel nochmal im Rückblick auf gestern feststellen, weswegen das gestern unabdingbar war, dass wir das zum Thema gemacht haben. Ich habe gestern in der Nachbetrachtung so ein bisschen das Event Revue passieren lassen, so ein bisschen rekapituliert und irgendwie war ich nicht ganz zufrieden. Nicht, weil die Inhalte nicht gestimmt hätten oder es war aber nicht praxisnah genug, meiner Meinung nach. Und ich habe heute früh versucht, das im Morning Meeting auszugleichen, nämlich anhand eines realen Beispiels, weil es sich so super angeboten hat. Vielleicht hat der ein oder andere schon im Teachable-Kurs gesehen, ich habe jetzt noch eine nachträgliche Mitschrift des gestrigen Events dort hochgeladen, auch mit einem Link zum Morning Meeting. Also sprich, dort kann man dann in den ersten Roundabout 20, 25 Minuten, kann man dort nochmal ein reales Beispiel anhand einer Chance-Risiko-Verhältnis-Betrachtung sehen und zwar auch in Verbindung mit dort dem Daily Range Indikator, den ich gestern vorgestellt hatte für den MT4, den ich auch dann einigen Teilnehmern des Events von gestern zugeschickt habe im Nachgang, wo man dann einfach sehen kann, wie man damit relativ gut arbeiten kann. Und das ist in der Nachbetrachtung jetzt auch extrem cool zu sehen, dass das keine so schlechte Idee war. Ich werde das gleich zeigen. Also wir machen unseren Trade natürlich wie gewohnt und deswegen ist er auch immer noch im Markt, ausgehend von der Open Range. Und das sieht aktuell alles andere als wirklich positiv aus. Ist auch nicht super negativ, da haben wir schon schlechtere Tage erlebt, aber nichtsdestotrotz, ich habe heute einen anderen Trade gemacht und zwar in dem realen Tickmill-Konto ist es dann an dieser Stelle. Den könnte ich jetzt auch tatsächlich zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht so ein bisschen über das eigentliche Ziel hinausgeht, aber ich werde gleich zeigen, was das bedeutet an dieser Stelle. Da habe ich den Ausstieg ein bisschen aggressiver gewählt, ausgehend von den Präsentationen von heute früh. Bevor wir zu all dem kommen, ich habe den jetzt schon hier aufgemacht, den Risikohinweis. Ganz wichtig, der Handel mit Devisen und CFD ist auf Margin, kann zu Verlusten führen, das sei nicht für jeden Anleger geeignet. Tickmill bietet keine Finanzberatung an und auch die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln dar. Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung und Weiterbildung und darüber hinaus müssen die Meinungen der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. So. Das der Vollständigkeit halber. Wir klicken einmal hier in meine Vita und klicken einen darüber hinaus. Wir gehen zum Erwartungswert. Wir wollen gleich mal die ersten zwei Zeilen hier einblenden, nämlich die Frage beantworten: Was heißt Profitabilität im Trading eigentlich als Formel? Das ist tatsächlich so, dass ich über die Jahre immer wieder mit der Aussage konfrontiert werde, dass das heißt, ich bin in meinem Trading profitabel. Und das ist nicht nur so, dass diese Aussage getätigt wird von Beginnern, in Anführungsstrichen, die tatsächlich dem Glauben unterliegen, sie seien mit ihrem Trading profitabel, sondern das sind auch tatsächlich dann relativ fortgeschrittene Trader. Und das Interessante ist, dass ich mehr und mehr zu dem Gefühl gekommen bin, dass die gar nicht wirklich wissen, wovon sie eigentlich sprechen, wenn sie von Profitabilität sprechen. Also Profitabilität im Trading bedeutet für sehr viele ja, naja, sie haben jetzt mit dem Trading halt Geld verdient. Also mit dem letzten Trade am besten oder im letzten Monat vielleicht, ein bisschen über längeren Zeitraum betrachtet dann, in Relation jeweils zu einem einzigen Trade, den man gemacht hat. In der Tat ist es aber tatsächlich so, dass das nicht zeigt, dass ich hier profitabel mit meinem Trading bin, sondern das kann durchaus sein, dass ich einfach, und so würde ich das dann formulieren, auf der richtigen Seite der Varianz aufgewacht bin. Das ist die mathematische Umschreibung für hast einfach Glück gehabt. Und das hört sich zwar an erster Stelle tatsächlich relativ harsch an, aber Fakt ist, wenn man die jetzt gleich folgende Formel nicht in der Tiefe studiert hat und auch die einzelnen Komponenten, auch wenn sie eigentlich relativ trivial ist auf den ersten Blick, wenn man sich damit nicht in der Tiefe hat auseinandergesetzt und dann in der Lage ist, diese auch zu zitieren, wenn man gefragt wird, was heißt eigentlich Profitabilität im Trading, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, dann besteht durchaus die Sorge, so meinerseits, dass derjenige welche gar nicht so wirklich weiß, was eben Profitabilität im Trading tatsächlich ist. Profitabilität im Trading ergibt sich aus dieser Formel und das ist die wichtigste Formel, die ein Trader
kennen kann. Und sie lässt sich übrigens nicht nur in Bezug auf die Profitabilität anwenden, sondern sie lässt sich, also auf die langfristige Profitabilität eines Handelsansatzes, sondern sie lässt sich auf sehr, sehr viele andere Situationen anwenden. Wir hatten gestern zum Beispiel ein sehr, sehr interessantes Beispiel von jemandem, das hat er in der Trading-Chatbox geschrieben, dass er eine aggressivere Stop-Management-Variante bei seinem Handelsansatz wählt, wenn der Markt sich bis, glaube ich, auf einen Pip an sein Take-Profit-Level heran bewegt. Ich habe bedauerlicherweise es nicht gestern geschafft, dort en Detail drauf zu antworten. Ich habe es einfach zeitlich nicht hinbekommen. Aber ich fand diesen Einwand super interessant, weil es tatsächlich nämlich Möglichkeiten gibt, anhand auch dieser Formel hier mit dem Erwartungswert, da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, das hier in der Tiefe mal genauestens auseinanderzunehmen und zu schauen, wann ist das eigentlich profitabel, einen aggressiveren Stop zu wählen. Das werden wir heute nicht schaffen. Ich will an der Stelle Folgendes sagen. Es ist in der Tat so, dass wir oder dass ich hier zu diesem Thema Erwartungswert mal ein Event veranstaltet hatte. Das hat jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ich habe aber noch ein paar Aufzeichnungen. Also wir könnten das aufgreifen. Ich müsste mich wahrscheinlich nur kurz darin einlesen und dann könnte ich das in 0, nichts wieder hier aufbereiten und zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, das würde weit den Rahmen des heutigen Events hier von einer Stunde sprengen. Wir haben damals uns 3 Stunden damit auseinandergesetzt. Kein Scherz, wir hatten ein 3 Stunden lange dauerndes Webinar, damals in kleiner Runde. Das waren, glaube ich, 10 Leute maximal und haben uns wirklich hier en Detail dieser aggressiveren Stop-Management-Variante eben gewidmet. Und das ist auch übrigens mit einer der Gründe, weswegen ich dann gestern mich nicht dieser Frage gewidmet habe, weil ich hätte dazu einfach ein Referat schreiben müssen, um da das en Detail einfach zu beantworten, diese Frage und diese Gedanken, beziehungsweise meine Gedanken dazu zu präsentieren. Wir wollen das heute hier an dieser Stelle nicht tun. Wie gesagt, das würde den Rahmen sprengen und es wäre einfach, ja, fast schon fahrlässig, möchte ich sagen, sich damit nicht dann in der Tiefe auseinanderzusetzen. Aber man kann bereits erahnen, wie viel an Tiefe in dieser einfachen Formel steckt. In dieser Formel steckt zum Beispiel auch die Antwort auf die Frage, warum jeder Trader, gefühlt jeder professionelle Trader, auch jene Trader, die zum Beispiel als Magier der Märkte von Jack Schwager in seiner Buchreihe thematisiert und interviewt worden sind, warum die immer wieder das gleiche sagen, nämlich lasse Gewinntrades laufen und begrenze Verlusttrades. Diese Aussage findet sich im Kern hier im Erwartungswert, geht dann übrigens auch über in das Payoff-Ratio, welches auch sich tatsächlich in versteckter Form hier wiederfindet. Und sobald die Definition des Payoff-Ratios klar ist, wie wir sie eigentlich jetzt schon gestern hatten, ist auch möglich, das entsprechend anzuwenden. Aber der Reihe nach, bevor wir hiermit jetzt gleich starten und uns dem Erwartungswert erstmal aus einer oberflächlichen Perspektive widmen wollen, zunächst der Blick einmal zurück auf einen Trade von oder jetzt noch laufenden Trade. So, erstmal Euro japanischer Yen ist gerade eben getriggert worden. Ich muss mal kurz hier schauen. Okay, also Martin sagt gerade, er hat den Trade nicht gemacht, weil er schon relativ spät eingestoppt wurde. Das ist interessant. Der Trade, der ist jetzt hier in der Kerze, in der vorherigen Kerze um 17 Uhr eingestoppt worden, hat damit eine maximale Verweildauer von 5 Stunden im Markt. Können wir jetzt sagen, weil wir wissen nämlich, dass der Trade rausgenommen wird, ja, um 21:58 sollte in der Zwischenzeit nicht wieder den Stop hier unten erreichen, beziehungsweise das Take-Profit-Level, was da oben liegt. Wir haben jetzt zum Beispiel schon eine schöne Möglichkeit, mal zu schauen, wo liegt denn ungefähr der Erwartungswert für den Trade? Also jetzt nur mal so über den Daumen gepeilt. Erwartungswert gibt also an Profitabilität. Ja, wie profitabel ist dieses Setup jetzt heute hier gewesen? Und wie kann man das machen? Nun, wir gehen über die zeitliche Komponente. Also wir können auch diesen Trade jetzt hier zum Beispiel, nicht in der Tiefe, wie gesagt, das wäre einfach zu weitgehend, aber wir können es grob über den Daumen peilen. Und ausgehend von unseren bisherigen Erkenntnissen können wir da eine Idee von formulieren, wie dieser Trade ungefähr ausgehen wird. Aktuell schaut es ja ganz gut aus, ja, das haben wir dazu gesagt. Wie könnte man das jetzt machen? Nun, wir haben die Information, dass der Trade jetzt getriggert wurde um 17 Uhr. Und wir wissen eben auch, dass wir ein Zeitfenster haben. Der Trade, also die Order liegt von morgens 10 bis abends um 9 im Markt, wird dann automatisch gelöscht, wenn sie nicht gelöst, ausgelöst wird. Und wird ein Trade getriggert, dann wird dieser Trade um 21:58 spätestens rausgenommen. So. Das heißt also, wenn wir jetzt um 17 Uhr in den Trade eingestoppt werden, hier, dann ist die Verweildauer über den Daumen gepeilt ungefähr 5 Stunden. Also etwas zwischen 4,5 bis 5 Stunden, die dieser Trade dann im Markt verweilt. So, was können wir jetzt machen? Bevor wir gleich auf diese Grafik hier kommen, nochmal rückblickend aufs Chance-Risiko-Verhältnis. Kurzer Blick mal auf FX Blue.
Und hier nochmal auf das Statement. Ich habe hier eigentlich schon den Bereich vorbereitet, wo wir gleich da mit dem Payoff Ratio arbeiten wollen. Also das sieht alles andere als großartig aus bis hierhin. Das ist in der Tat primär der Tatsache geschuldet, dass der DAX mehr schlecht als recht gelaufen ist in den letzten 4, 5 Wochen. Aber das ist ja auch nicht das Ziel der ganzen Angelegenheit gewesen hier. Was viel interessanter ist, ist diese Grafik hier unten in diesem Zusammenhang. Ich will das mal kurz ausschneiden. So, dann gucken wir uns das mal ein bisschen größer an. So. Also, was zeigt uns diese Grafik hier an? Es ist die Länge, die durchschnittliche Länge unserer Trades abgetragen hinsichtlich der sogenannten Profitabilität. Also sprich, wie lange war der Trade im Markt? Wie lange war der Trade im Markt? Und vor allem, welches Ergebnis haben wir dann entsprechend erwarten können? So, wir haben jetzt hier unten die Anzahl der Stunden, das heißt also von 0 bis 5 Stunden. Das ist das Zeitintervall, in dem wir uns hier bewegen. Weil wir hatten gerade eben ja gesagt, der Trade, der wird maximal zwischen 4,5 bis 5 Stunden tatsächlich betragen. Und jetzt sehen wir ja in diesem Zusammenhang, und das ist das, was ein bisschen suboptimal ist, ehrlich gesprochen, was wir hier in dieser Konstellation jetzt haben, ist eine ganze Reihe von roten Punkten, die da liegt, und nur zwei blaue Punkte. Wir haben jetzt insgesamt auch tatsächlich nur 37 Trades, die wir jetzt hier abbilden. Aber die Entscheidung, die Martin jetzt getroffen hat, ist ausgehend von dieser Grafik im ersten Moment einfach nur draufblickend eine sogenannte Plus-EV-Entscheidung gewesen. Was meine ich mit Plus-EV? Plus-EV bedeutet, sie hat einen positiven Erwartungswert. Denn offensichtlich ist die Mehrzahl der Trades, die in diesem Zeitintervall hier liegt, bis jetzt nach diesen zwei Handelsansätzen nicht profitabel gewesen. Sprich also, jetzt haben wir hier unterm Strich mehr oder minder einfach mal sehr, sehr viele negative Ergebnisse. Minus 70 Euro, das ist übrigens so der Durchschnitt, Gewinn, der da in diesem Zusammenhang oder Durchschnittsverlust, der generiert wird, weil ich pro Position auf das 10.000 Euro Testkonto hier mit einem 70 Euro Risiko arbeite oder 0,7%, also 70 Euro Risiko arbeite. Und es gab dann, wenn auch doch diese zwei Trades relativ profitabel waren, offensichtlich, es gab dann allerdings auch zwei sehr, sehr positive Trades. Problem allerdings ist jetzt bei dieser Betrachtung folgende, nämlich wir haben hier natürlich eine Mixtur zwischen Euro, Yen und DAX. Das heißt also, das ist zum Beispiel schon so eine erste Möglichkeit zur Verbesserung, falls da Interesse diesbezüglich eurerseits besteht. Es ist so, dass wir offensichtlich hier jetzt also Euro-Yen-Trades und na, wie heißt es jetzt? DAX-Trades miteinander mixen. Ich will euch ein anderes Beispiel zeigen von einem anderen. Das ist ein relativ kleines Testkonto, aber nichtsdestotrotz eins, wo das noch ein bisschen besser illustriert wird, nur bezogen auf den Euro-japanischen Yen. Oh, Verzeihung, einen Moment, bin sofort da. Ja, das ist jetzt nicht das Konto, was wir jetzt hier haben. Und da merkt man auch, dass die Sample Size in diesem Zusammenhang natürlich eine Rolle spielt. Da gibt es wesentlich mehr Punkte, weil auch wesentlich mehr Trades gemacht worden sind. In der Tat nur Euro-Yen-Trades. Da sieht man das Gleiche. Und hier sieht man dann in diesem Zusammenhang, jetzt befinden wir uns ungefähr in diesem Intervall, weil natürlich hier die Handelszeit nur 0 bis 6 Stunden beträgt. Also das heißt, wir gucken uns jetzt diesen Bereich eigentlich an, müssen alles das nach oben hier abschneiden. So. Und dann wird es schon ein bisschen interessanter, denn dann sehen wir nämlich, auch besonders ausgehend hier von den durchschnittlichen Gewinnern, die da ein bisschen größer lagen, dann landen wir eigentlich für den euro-japanischen Yen explizit hier in einem Bereich. Müsste ich das jetzt aufaddieren, wäre es wahrscheinlich ein unterm Strich plus minus null Ergebnis. Also, das heißt, im Großen und Ganzen ist das tatsächlich jetzt abhängig von der sogenannten Varianz. Also, entweder wir werden jetzt eben im Gewinn rausgeholt aus dem Trade, vielleicht läuft er sogar noch durch auf der Oberseite. Ja, oder aber wir sehen eben einen kleinen Verlust. Alles in allem, unterm Strich darf man sagen, ist das Ergebnis wahrscheinlich eine plus minus null Entscheidung, wenn man sich jetzt nur die zeitliche Komponente hier in diesem Zusammenhang heranzieht. Man sieht aber bereits, wie wichtig es offensichtlich ist, eine so detaillierte Aufarbeitung wie zum Beispiel durch FX Blue heranzuziehen. Denn wir fischen nicht im Trüben. Also das heißt etwas anders formuliert, wir wissen relativ konkret eigentlich, was wir erwarten dürfen für diesen Trade. Wenn wir das jetzt natürlich, wie gesagt, über eine größere Sample Size eben uns anschauen, über mehr Trades, beziehungsweise wenn wir uns eben in diesem Zusammenhang hier dann auch nur explizit einen und dann in dem Fall den betreffenden Markt anschauen. Also das heißt in dem Fall den euro-japanischen Yen. Nochmal, Großteil dieser Verlusttrades hier ist in der Tat im DAX entstanden.
Das sind dann die Momente, wo wir dann einfach mal kurz eingestoppt werden im Markt und 5 Minuten später werden wir ausgestoppt durch eine scharfe Gegenbewegung. Das habt ihr diverse Male beobachten können bei diesem Ansatz. Das ist die letzten Wochen passiert. Das sieht man dann auch, wenn man sich hier über den Button Stats zum Beispiel, also Statistiken, das einzelne Symbol betrachtet. Und wenn man sich hier in diesem Zusammenhang die Trades anguckt und die Trefferquote, die da offensichtlich ziemlich schlecht ist. Um es mal nett zu formulieren. Wir lagen bei einer Trefferquote von 29% auf 17 Trades. Also 5 Trades waren Gewinner, 12 waren tatsächlich Verlust-Trades. Und wie gesagt, die Verluste, die entstanden sind, das waren eben diese Quick and Dirty Trades, so nennen wir sie einfach mal. Der ist kurz eingestoppt worden und sofort wieder rausgeflogen, weil dann eben eine scharfe Gegenbewegung angesetzt wurde. Beim Euro-Yen sieht es anders aus. Beim Euro-Yen sehen wir, dass wir offensichtlich hier einen Netto-Profit erwischt haben von 209 Euro. Das ist gut. Das sind auf die 10.000 Euro 2% Profit. Und wir sehen auch, dass die Trefferquote bei nur 45% lag, aber im Bereich dessen, was wir eigentlich erwarten dürfen, historisch. Also das kann ich zum Beispiel auch sagen. Deswegen ist ein Backtest einer solchen Basis Strategie auch so unfassbar wertvoll, weil er mir eine relativ gute Idee davon gibt, wie war die Trefferquote in der Vergangenheit. Er gibt mir auch eine relativ gute Idee von dem Payoff-Ratio und so kann ich dann zum Beispiel schauen, wie performe ich gerade in Relation zu der Basisstrategie über ein sehr, sehr langes Zeitintervall. Das ist aber nicht Thema von heute. Heute geht es dann erstmal um den Erwartungswert generell. Ja, und dieser Erwartungswert ist für den euro-japanischen Yen für dieses Beispiel positiv und der ist für den DAX negativ. Offensichtlich. Das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Wenn der Nettoprofit hier negativ ist, dann brauchen wir nicht drüber reden. Dann wird der Erwartungswert dieser Strategie für dieses Zeitfenster, in das wir jetzt schauen, ungefähr einen Monat negativ sein. Aber man kann mit dem Erwartungswert noch ganz andere schöne Sachen machen. Und da kommen wir jetzt mal kurz im Zusammenhang dessen mit dem DAX in Berührung von heute. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, perfekt. Ich hatte es heute Morgen nämlich anhand dieses Kontos im Morning Meeting gemacht. Ich hatte nämlich in diesem Zusammenhang dann gesagt, nun ja, wir haben jetzt einen Trade zu sehen bekommen, ausgehend von der Open Range. Wir traden oberhalb dieser blaufarbenen Linie. Das ist ein Long Trade. Wir werden hier long getriggert. Open Range liegt in dem Fall zwischen 10.000, was war es? Entschuldigung, 11.000. 11.084 Punkte war es in diesem Fall und 11.136 Punkte nach oben. Das sind ungefähr 52 Punkte. Und jetzt hatte ich gesagt, nun ja, ich hatte durch eine Analyse den Bereich eigentlich so um 11.200 Punkte als potenzielles Ziel ausgemacht, als optimales Ziel auf der Oberseite. Das hatte damit zu tun, dass ich dort mit dem Fibonacci-Level gearbeitet hatte, nämlich von den Hochs hier verbunden mit den Tiefs. Wie gesagt, so für nähere Details schaut man sich das Video an. Interessant war jetzt in diesem Zusammenhang, dass ich dann gesagt habe, jetzt nehmen wir mal den Daily Range Indikator und gucken uns doch mal an, wie war denn die durchschnittliche Handelsspanne über die letzten 5 bzw. 10, vielleicht auch 20 Handelstage. Und wir sehen, das pendelt im Bereich auf die letzten 5 Tage um die 180 Punkte. Das Wichtige ist in dem Fall übrigens, das ist normalerweise ein Indikator, den wir im Devisenbereich verwenden. Dadurch sind hier 5 Stellen aufgeführt. Im DAX natürlich nicht besonders sinnvoll. Daher muss man dann entsprechend dort 2 Stellen am Ende abschneiden oder beziehungsweise dann einen Punkt oder ein Komma setzen, um eben zu zeigen, dass das 179, 85 Punkte sind. Das ist ganz wichtig nochmal zu erwähnen im Zusammenhang hiermit. Also wir sehen 180 auf die letzten 5 Tage durchschnittliche Handelsspanne, wir sehen 160 auf die letzten 10, wir sehen 160 ungefähr aufgerundet, 159,16 auf die letzten 20. So, nehme ich das jetzt hier heran, dann sage ich, die Handelsspanne beträgt ungefähr über den Daumen gepeilt 170 Punkte. Die beginnt hier in dieser Indikation nachts um 2, weil auf den FDAX referenziert wird und der FDAX hat jetzt seit dem 10. Dezember 2018 eine Eröffnung um 2 Uhr jeden Morgen. So, also es gibt dann auch am Future DAX eine entsprechende Overnight-Indikation. Und jetzt scrollen wir ein bisschen zurück und wir sehen, dass dann der Handel ungefähr hier einsetzt. Oh, Moment, nee, Verzeihung, ich muss kurz gucken. Hier einsetzt, da. Das war der erste Ticker, also 2 Uhr heute Nacht. So. Und jetzt beginnt der Handelstag also dort und wir sind dann bei roundabout 11.000 Punkten, also 10.998 wird hier das Tief gehandelt. Und wenn wir jetzt auf diese 10.998 oder rund 11.000 Punkte, 160 Punkte, die wir hier aus dem Daily Range Indikator aufgeschlagen haben, wenn wir die jetzt oben drauf packen, dann landen wir bei 11.160 Punkten. Ja? 160 Punkte plus 11.000 macht 11.160 Punkte. Und jetzt sehen wir dann in diesem Zusammenhang, dass als der Ausbruch aus der Open Range hier erfolgt, das heißt also, als wir über dann
11.136 Punkte steigen und long eingestoppt werden, dass wir ausgehend von diesem Daily Range Indikator, auch wenn es eine Zahl aus der Vergangenheit ist, selbstverständlich. Also wir basieren hier auf Zahlen aus der Vergangenheit, aber wir versuchen trotzdem irgendwie aus den unvollständigen Informationen ein für uns an sich Bild zu zeichnen, mittels welchem wir dann unser Trading aufbauen können und mittels welchem wir für uns entscheiden können, ist die jetzt von uns zu treffende Entscheidung eine mit einem positiven Erwartungswert oder mit einem negativen Erwartungswert? Und wenn wir sagen, dass wir dem Markt ausgehend von der durchschnittlichen Handelsspanne der letzten Tage noch, wie gesagt, oder Potenzial zugestehen bis 11.160 Punkte, ich ein bisschen optimistischer, vielleicht den Markt bis 11.200 Punkte sehe, ausgehend von der technischen Betrachtung, Fibonacci-Level und dergleichen, dann ist es an dieser Stelle eben so, dass wir sagen können, okay, wir haben nicht mehr besonders viel Platz nach oben. Wir haben 52 Punkte Risiko. Jetzt gilt es mal zu schauen, ist die Entscheidung, hier in Trade einzugehen, für uns eine mit einem positiven Erwartungswert versehene oder ist das eher eine mit einem negativen Erwartungswert versehene? Und jetzt habe ich in diesem Zusammenhang eben hier im Bereich Chance-Risiko-Verhältnis noch einmal, auch gestern natürlich das Video hochgeladen, ja, und habe hier nochmal dieses Bild auch eingepflegt, wo man sich das jetzt einfach mal nochmal en Detail anschauen kann. Was ich nämlich mache ist, ich arbeite mit dem Chance-Risiko-Verhältnis von gestern. Erinnert euch dran, was das Chance-Risiko-Verhältnis eigentlich für eine Aufgabe hat. Das ist ja nur eine fiktive Größe. Ich hatte gesagt, das soll uns davor bewahren, Dummheiten im Trading zu machen. Oder anders formuliert, Dummheiten ist falsch, schlechte Wetten einzugehen. Das war das, wo ich gesagt habe, da kommt das Chance-Risiko-Verhältnis ins Spiel. Jetzt kommt aber natürlich logischerweise die Frage auf, naja, was ist denn eine schlechte Wette? Da kommt der Erwartungswert ins Spiel. Der Erwartungswert, wenn, sobald der negativ wird für das Trading, also für diese Herangehensweise, ist das unprofitabel und somit eine sogenannte schlechte Wette. Und was ich jetzt gemacht habe, war einfach, dass ich gesagt habe, ich gestehe dem Markt mal das Potenzial zu. Ich bin mal optimistisch. Und sehe den Markt von unserem Entry-Level. Ich habe heute früh mit 11.133 gearbeitet, aus welchen Gründen auch immer, ehrlich gesagt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass ich dann hier in diesem Zusammenhang 50 Punkte Risiko hatte und 57 Punkte Chance auf der Oberseite. Unsere Erkenntnisse gestern zum Chance-Risiko-Verhältnis bringen uns in die Position, das sogenannte CRV, also Chance-Risiko-Verhältnis, zu berechnen. Wir setzen also 57 Punkte zu 50 Punkten ins Verhältnis und erhalten dann 1,14 zu 1. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mit einer Trefferquote von 45% gearbeitet, weil ich weiß, dass der Open Range Breakout auch im DAX, auch wenn wir derzeit massiv unter EV laufen, hier mit 29% Trefferquote, wir kommen langfristig zwischen 45 bis in guten Phasen sogar 50% ungefähr raus mit der Trefferquote. Und demnach habe ich hier mit den 45% gearbeitet und habe das einfach in unsere Formel für den Erwartungswert dann eingegeben, den wir jetzt gleich nochmal einführen werden. Aber das ist das praktische Beispiel, an dem man das dann einfach super gut erkennen kann, wo das einen Mehrwert bringt, Nutzen fürs Trading. Ich gebe also diese Zahlen ein. 45% Trefferquote, 0,45, multipliziere das mit unserer 1,14, also mit der erwarteten Chance. Und davon ziehe ich ab, das Gegenereignis von den 45%, also die Verlustquote 55% oder 0,55, multipliziert mit 1, das ist die zweite Zahl hier, und dann erhalte ich ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis ist offensichtlich kleiner 0, also 0,513 minus 0,55 ist kleiner 0. Und das Setup ist folglich, ausgehend von diesem Chance-Risiko-Verhältnis, ausgehend von unseren historischen Daten hinsichtlich der Trefferquote, nicht profitabel. Es ist negativ, es ist ein negativer Erwartungswert. Ergo sollte ich diesen Trade, wenn überhaupt, mit einer reduzierten Positionsgröße machen. Und schon hat man eine praktische Anwendung dieses Beispiels für das Chance-Risiko-Verhältnis und dem Erwartungswert in Ergänzung hierzu und wie dieses ganze theoretische Konstrukt plötzlich einen Nutzen für die Praxis eben tatsächlich liefert. Und so kann man jetzt zum Beispiel dann auch verstehen, was ich meine, wenn ich eben basierend vor allem auf Zahlen meine Entscheidung treffe. Also nicht, dass technische Analyse hier nicht in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat, aber ich würde niemals diese Entscheidung, ein Trade zu machen oder nicht zu machen oder eine Positionsgröße zu reduzieren oder nicht zu reduzieren, ich würde die nicht alleine basierend nur auf einer technischen Betrachtung machen. Technische Betrachtungen oder eine technische Analyse, die ich mache auf einen Markt, die dient mir an allererster Stelle dazu, eben zu schauen, wo stehen wir aktuell im Markt, wie viel Potenzial gestehe ich dem Markt zu, ausgehend von eben beispielsweise einer solchen Karte, die ich anhand einer technischen Analyse zeichnen kann. Dann kommt aber die Mathematik ins Spiel und das Wissen um Kernkomponenten, Kernparameter meines Tradings und wie diese sich eben dann in solch einem Setup
präsentieren. Und wenn sich dann zeigt, dass ich ausgehend von meiner historischen Trefferquote und dem Markt zugestandenen Potenzial, sei es über eine FIBO-Projektion oder sei es anhand, wie gesagt, dieses Daily Range Indikators, der das ja super macht, der macht das sogar noch viel konkreter. Wir schauen mal hier, da sieht man nämlich im Zusammenhang mit dem Average Daily Range, dass er hier zum Beispiel bei 155 Punkten läuft. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, der berechnet mir auch im Endeffekt hier meine Average Daily Range, also das heißt, wie viel Potenzial er sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite ausgehend von der historischen Volatilität mir berechnet. Und noch viel cooler ist, der zeigt mir sogar den Room Up und den Room Down, was mir zeigt, wie viele Punkte habe ich denn noch nach oben gegeben, beziehungsweise wie viel Potenzial habe ich denn für diese Daily Range auf der Unterseite noch an Potenzial, damit wir das eben entsprechend ablaufen. Und im Falle jetzt einer solchen Bewegung von heute Nacht oder beziehungsweise ja dann auch von heute früh, ist es eben so gewesen, dass wir einen Großteil des Potenzials auf der Oberseite schon abgelaufen hatten und dann dadurch die Möglichkeit eben haben, hier uns eine Idee liefern zu lassen, wie viel Raum habe ich jetzt noch, ausgehend von historischen Volatilitätsdaten in der Vergangenheit und ausgehend von meinem Wissen um mein Trading und meinen Trading-Ansatz, kann ich das profitabel traden, kann ich das profitabel arbeiten, also sprich mit einem positiven Erwartungswert versehen. So, also das nochmal zum Thema Chance-Risiko-Verhältnis und offensichtlich hat das ja eine Auswirkung eben auch entsprechend auf den Erwartungswert. Ich hatte gerade eben hier noch eine andere coole Grafik, die ich auch gestern leider unterschlagen hatte, ehrlich gesagt. Das ist mir aber im Nachgang erst aufgefallen, das war keine Absicht. Ich hatte hier mal eine Grafik, die zeigt, wie wichtig die Chance-Risiko-Verhältnis-Betrachtung, selbst wenn es sich um eine fiktive Größe handelt im Trading, wie wichtig eine solche Betrachtung eben tatsächlich sein kann. Es wurde hier über einen längeren Zeitraum von über einem Jahr eine zweistellige Millionenanzahl von Trades eines Brokers analysiert, der aufgezeigt hat, wie haben die denn Chance-Risiko-Verhältnis technisch gearbeitet? Also das bedeutet etwas anders, Trader, die mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von kleiner 1 gearbeitet haben, wie profitabel waren die im Vergleich zur Unprofitabilität? Mit blau eingefangen dort, ich habe da jetzt keine Zahlen drin, aber das sind 18% zu 82%. Also 18% waren profitabel gegen 82%, die unprofitabel waren, bei dem Chance-Risiko-Verhältnis, was sie von kleiner 1 gewählt haben in ihrem Trading. Man hat dann gesehen, auf die gleiche Sample-Size betrachtet, Trader, die mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von größer 1 gearbeitet haben, waren in 53% der Fälle profitabel im Vergleich zu 47% unprofitabel. Also auch hier zeigt sich dann schon anhand einer sehr, sehr großen Sample-Size und Betrachtung für sogenannte Kleinanleger, wie wichtig das Chance-Risiko-Verhältnis hier in diesem Zusammenhang selbst wenn es sich nur um eine fiktive Größe eben tatsächlich handelt. Und dass man eben berücksichtigen sollte, jetzt mal anders gesprochen, nicht auf einen bereits mit Vollgas fahrenden Zug noch aufzuspringen, in der Hoffnung, dass man noch genug vom Markt abbekommt. In der Tat kann das zwar mal aufgehen und man kann mal Glück haben und auf der richtigen Seite der Varianz landen, aber unterm Strich ist das Handeln mit einem Chance-Risiko-Verhältnis kleiner 1 eine unprofitable Angelegenheit und sollte nach Möglichkeit tatsächlich vermieden werden. So, das also im Zusammenhang mit dem Chance-Risiko-Verhältnis noch einmal abschließend. Jetzt kommen wir zum Erwartungswert und wollen damit mal ein bisschen weiter nochmal in der Theorie sprechen. Auch wenn es dann in diesem Zusammenhang hier da so jetzt hinlaufen wird, dass wir, einen kurzen Augenblick bitte. Okay, also Daily Range Indikator für den MT5 ist eine Frage. Ich habe den nur für den MT4. Ich weiß nicht, ob es den für den MT5 gibt. In der Tat gilt das gleiche übrigens auch für zum Beispiel Handelsalgorithmen, sogenannte Expert Advisor. Ich habe die ich habe, nur für den MT4 in der Tat. Die müssten entsprechend adaptiert werden für den MT5. Und die Seminaraufzeichnungen, die finden sich dann im Teachable-Kurs. Also sprich, die finden sich hier immer dort, wo eine Zahl hintersteht. Also auf der rechten Seite, wenn man das jetzt mal anschaut, zum Beispiel technische Analyse, da sehen man die Zahlen dahinter, auch das Live-Trading und dergleichen, da findet man die Aufzeichnung eben dazu. Ja, das da kann das ab und an sein, wenn es dieselbe Zahl ist, dass ich dort einfach die einmal im Bereich Trends zum Beispiel und Unterstützung und Widerstände eingefügt habe, weil das die beiden Themen des jeweiligen Tages waren und somit habe ich natürlich auch beide Aufzeichnungen dort dann entsprechend untergebracht. So gestern Einführung Chance-Risiko-Verhältnis finden sich auch beide, genauso wie sich für heute Erwartungswert Payoff-Ratio hier finden werden. Also das heißt im Teachable-Kurs hier, da wo Zahlen hinterstehen, da findet man dann in diesem Zusammenhang, findet man entsprechend die Aufzeichnungen dieser Webinare. So, zurück zum Erwartungswert. Also, was heißt Profitabilität im Trading als Formel? Nochmal, ergibt sich aus der Gleichung für oder zwei Termen
nämlich der Multiplikation der Trefferquote mit dem durchschnittlichen Gewinn und der abzüglich der Verlustquote mal den durchschnittlichen Verlust. Und das Ziel der ganzen Angelegenheit ist, das Ganze größer 0 zu bekommen. Das habe ich da schon mal eingepflegt, denn das heißt Profitabilität im Trading. Nichts anderes tatsächlich. Und das kann sich natürlich über einen bestimmten Zeitraum, kann sich das ändern. Also es kann durchaus sein, dass man mit einem sonst profitablen Handelsansatz für ein kurzes Zeitintervall mal Gewinne produziert hat, aber tatsächlich nur auf der richtigen Seite der Varianz aufgewacht ist. Also heißt anders formuliert, der Handelsansatz, der getradet wird, wenn jetzt jemand sagt, ich war auf die letzten Monate zum Beispiel profitabel, ich habe Geld verdient mit meinem Trading, dann kann das durchaus sein, dass der einfach mal eine Aneinanderkettung von durchaus zwei, drei, 10, 15, 20 Trades hatte, die profitabel gewesen sind, oder beziehungsweise die Geld verdient haben für ihn und das Konto haben wachsen lassen, aber unterm Strich eben sich zeigen würde, dass wenn wir diese Zahlen jetzt tatsächlich dann mal über einen längeren Zeitraum oder den Handelsansatz über einen längeren Zeitraum testen, dass dann dabei herauskommt, dass eben tatsächlich der Erwartungswert der Strategie negativ wäre. Das heißt, ich habe nur kurzzeitig mal in einem kleinen Zeitintervall Geld verdient und unterm Strich allerdings mit dem Ansatz würde ich, wenn ich das weiter so traden würde, Geld verlieren. Und das ist übrigens auch etwas, was im Zusammenhang mit dem DAX jetzt sich nur aus anderer Perspektive zeigen wird. Also den Ansatz, den kann ich über eine relativ lange Zeit testen. Hat er Geld verdient? Jetzt hat er aktuell auf die letzten 4, 5 Wochen ungefähr eben kein Geld verdient. So, daraus schließt sich allerdings noch nicht, dass er die letzten 4, 5 Wochen nicht verdient hat, dass er langfristig nicht profitabel ist. Das ist übrigens auch genau das, was ich mal sagte im Zusammenhang mit einem Live-Trading-Event einer Serie. Das war allerdings mal im englischsprachigen Bereich. Da habe ich einen S&P-Ansatz getradet, der über ein sehr, sehr langes Zeitintervall profitabel ist und sich das auch zeigen lässt, eben tatsächlich, also einen positiven Erwartungswert hat. Ja, und dann waren eben die ersten 4 Events, die wir dort gemacht haben, jeweils Verlusttrades. Das ist allerdings bei einer Trefferquote von 47%, wie sich dann zeigen lässt für solch einen Einsatz, keine große Überraschung, denn das ist das Normalste von der Welt, dass da 4 Verlusttrades in Folge auftreten. Und natürlich hat das allerdings dazu geführt, dass eben die Teilnehmerzahlen eher abfallend waren. Also da konnten wir dann zwar an dem Ende dieser Serie, die ging über ein halbes Jahr, konnten wir das zwar stabilisieren, aber nichtsdestotrotz, die ersten, die haben sich das angeguckt, haben es gesehen, haben nur Verlusttrades gesehen und dachten sich, ja, das ist ja Quatsch, die wollen nicht zuhören, der verliert ja nur mit dem Ansatz. Der Erwartungswert des Tradings ist aber dennoch positiv gewesen, auch wenn die Trades, die einzelnen Trades, rein zufällige Ereignisse, negativ waren. Und das ist etwas, was eben im Kern auch elementar wichtig ist zu verstehen. Das Ergebnis eines einzelnen Trades ist und bleibt ein rein zufälliges Ereignis. Das heißt aber nicht, dass das Gesamttrading dadurch nicht profitabel ist, denn der Erwartungswert, der sich über die Gesamtheit aller Trades berechnet, natürlich über eine Vielzahl von Trades, der ergibt sich eventuell zu einem positiven Ergebnis, denn er zeigt auf, dass die Aneinanderreihung dieser zufälligen Ereignisse unterm Strich dennoch ein profitables Gesamtergebnis nach sich ziehen können. So. Jetzt wollen wir mal Folgendes machen. Jetzt wollen wir da in dem Zusammenhang mal mit einigen Beispielen aus der Theorie arbeiten. Obwohl ich ehrlich gesagt es viel cooler fand, gerade eben mit einem praktischen Beispiel zu arbeiten. Ich denke, eventuell hat das schon bei vielen gerade Klick gemacht und man dachte sich so, okay, das Konzept, das habe ich verstanden. Wir wollen es trotzdem nochmal zur Veranschaulichung und uns auch ein bisschen in der Tiefe besser zu verstehen vielleicht oder einzuschleifen, so anhand hypothetischer Beispiele uns nochmal anschauen. Einige Beispiele, zum Beispiel Trefferquote, Verlustquote, jeweils 50%. Durchschnittlicher Gewinn von 60 und durchschnittlicher Verlust von 30 Punkten setzen wir dann entsprechend hier in unsere Formel für den Erwartungswert ein und ergibt sich dann folglich hier zu, jetzt habe ich bedauerlicherweise keine Klammern drum gesetzt, Mathematik vierte Klasse, Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Ja, deswegen ist es, ja, also für Mathematiker tatsächlich nur rein optisch etwas aufräumender mit Klammern zu arbeiten. Wie gesagt, Punktrechnung vor Strichrechnung, das heißt, das wird jetzt hier 50% mit 60 Punkten multipliziert, kommen wir auf 30 dort. Und die 50% hier Verlustquote werden auch mit 30 Punkten multipliziert, kommen wir auf 15. Haben wir also einen Erwartungswert im Schnitt von 15 Punkten. Der ist größer 0, handelt sich folglich um eine gute Wette, in Anführungsstrichen. Dann können wir das gleich nochmal spielen, was auch perfekt aufzeigt, dass man selbst mit einer Trefferquote kleiner 50% profitabel sein kann. Nämlich wir haben eine Trefferquote von 40%, eine Verlustquote von 60%. Durchschnittlicher Gewinn beträgt 60 Punkte, der durchschnittliche Verlust 30 Punkte. Geben wir wieder in unsere Formel ein. 40% mal 60 ergibt sich zu 24. 60% mal 30 Punkte ergibt sich zu 18. 24 minus 18 ist 6, ebenfalls größer 0, natürlich kleiner. Also hier sieht man, dass die höhere Trefferquote offensichtlich eine positive Auswirkung auf meinen Erwartungswert hat. Aber nichtsdestotrotz dennoch positiv. Auch hier handelt es sich um eine gute Wette. Jetzt schauen wir uns mal was an.
Trefferquote von 90%, eine Verlustquote von nur 10%. Es gibt viele Handelsansätze, auch Expert Advisor, die man sich im Internet runterladen kann, zum Beispiel, die phänomenal hohe Trefferquoten eben tatsächlich haben, die aber nicht zwangsläufig profitabel sind im Trading. Und das ergibt sich dann durch eben die Tatsache, dass es ein nicht besonders positives, jetzt kommt gleich die nächste Begrifflichkeit, Payoff-Ratio hat. Payoff-Ratio ergibt sich tatsächlich, das werden wir gleich noch mit einer Formel einfangen oder nochmal schriftlich einfangen, ergibt sich durch den durchschnittlichen Gewinn geteilt durch den durchschnittlichen Verlust. In dem Fall haben wir jetzt mal hier einen durchschnittlichen Gewinn von 10 und durchschnittlichen Verlust von 100 Punkten. Wenn wir das eingeben in unsere Formel für den Erwartungswert, ergibt sich für 90% auf 10 Punkte 9 Punkte, 10% auf 100 Punkte 10. Demnach haben wir 9 minus 10, haben ein Gesamtergebnis von minus 1. Das ist ein Erwartungswert kleiner 0, offensichtlich eine schlechte Wette. Also hier zeigt sich an diesem Beispiel wunderbar, weswegen das Anstreben einer hohen Trefferquote tatsächlich, wenn überhaupt nur die halbe Miete ist, in der Tat sogar ein Ansatz mit einer 90-prozentigen Trefferquote in der Lage ist, ein negatives Ergebnis zu generieren. Jetzt, das ist das perfekte Beispiel eigentlich, was ich gerade meinte. Im ersten Moment war das vielleicht ein bisschen verwirrend, dass ich sagte, na, wie kann man denn jetzt innerhalb eines Zeitintervalls mit einem profitablen Ergebnis, sagen wir von einem Monat oder so, rauskommen, aber unterm Strich trotzdem einen negativen Erwartungswert mit seinem Trading haben. Wie soll denn das gehen? Das ist das perfekte Beispiel dafür. Gehen wir davon aus, dass sie in diesem Trade, in diesem Monat zum Beispiel, nur 9 Trades generiert werden. Erstmal ganz einfach gesprochen, ja, von Monatsanfang, vom 1. bis zum 30., 31. des Monats. Und das sind tatsächlich jene 9 Trades, die in Folge eben hier auf eine Trefferquote von 90% kommen. Kann es durchaus sein, dass du einfach 9-mal in Folge 10 Punkte verdient hast. Das ist überhaupt gar keine große Schwierigkeit eben bei einer Trefferquote hier von 90% in diesem Zusammenhang. Ja, das ist zügig gemacht. Das sind 9 von 10 Trades im Schnitt rein statistisch betrachtet. Somit habe ich natürlich am Ende des Monats 9 mal 10 Punkte oder 90 Punkte verdient und habe insgesamt Geld verdient. Aber wenn der durchschnittliche Verlust hier für einen Trade 100 Punkte beträgt, dann ist es einfach mal so, dass ich jetzt mal ganz plump gesprochen mit dem ersten Trade im nächsten Monat, der dann rein statistischen Verlusttrade sein sollte, natürlich nicht muss, auch das Ergebnis ist rein zufällig, beziehungsweise hier in diesem Zusammenhang hat es einen Trefferquote auch von 90% Treffer zu sein. Aber wenn der Verlust tatsächlich dann trifft, dann habe ich sofort alles eingezahlt, was ich vorher verdient habe, plus nochmal oder nochmal 10 Punkte minus oben drauf bekommen und bin eben mit meinem Handel unterm Strich tatsächlich unprofitabel. Das heißt, nur weil ich über ein bestimmtes Zeitintervall positiv war, heißt das nicht, dass ich mit meinem Trading auch unterm Strich Geld verdiene, beziehungsweise nur weil ich mit meinem Trading negativ war, heißt das am Kundenschluss natürlich auch, dass ich nicht zwangsläufig unprofitabel sein muss. Es kann einfach nur sein, dass ich mich in einem für den Handelsansatz nicht guten oder suboptimalen Zeitfenster eben bewege. Und dort, in diesen Phasen, wenn ich das besonders über eine lange Phase eben ausgedehnt habe, ja, es wird natürlich die Frage kommen, ja, woher will ich denn wissen, ob es nur ein Drawdown ist oder der Handelsansatz nicht unprofitabel ist? Da kommt nämlich genau dann die sogenannte Sample Size ins Spiel. Da kommt dann eben der Test über ein sehr, sehr langes Zeitintervall, den wir uns anschauen. Und wenn ich zum Beispiel einen Backtest fahre, ich will das mal ganz kurz hier vielleicht zeigen, anhand einer Grafik, die habe ich jetzt, also mir fällt gerade nur ein, dass ich das vielleicht zeigen sollte. Deswegen habe ich das nicht vorbereitet, aber es ganz schnell gezeigt. Ist eine Handelsstrategie für den S&P. Moment, ich habe jetzt gerade hier mich verklickt. Einen Moment. Strategien hier. Wird man dann anhand eben einer sehr, sehr hohen Sample Size sehen. So. Danke. Nee, das ist nicht blöd. Einen Moment. Wir machen das anders. Den brauche ich. Zieh das mal ein bisschen größer. Also hier betrachten wir zum Beispiel ein Zeitintervall von November 2010, damals bis, ich glaube, Juni, Juli 2017. Also ein Zeitintervall von 7 Jahren. Da sehen wir auch die Trefferquote. Also ich komme nicht zufällig. Das ist ein Handelsansatz Open Range auf den S&P 500. Und ich sage immer, eine Trefferquote zwischen 45 bis 50% ungefähr. Wir reden hier über eine Zeitintervall von mehr oder rund 7 Jahren mit über 1300 Trades, die gemacht worden sind. Und was wir dann in dieser Konstellation eben erkennen können, ist, dass hier offensichtlich
ein positives Gesamtergebnis nach sich gezogen werden kann. Wobei es natürlich zwischenzeitlich auch immer mal Kapitalrücksetzer gab und Phasen, in denen das Marktumfeld nicht gut mit der Strategie oder die Strategie nicht gut mit dem Marktumfeld korrespondiert hat, wo es einen Rücksetzer gab und wo wir natürlich dann für dieses jeweils zu betrachtende Zeitfenster, wenn wir genau da den Backtest gestartet und beendet hätten, einen negativen Erwartungswert gehabt hätten. Deswegen lohnt es sich oder sollte man bei seinen Backtests für eine Handelsidee eben ein langes, langes Zeitintervall wählen, um eine möglichst große Anzahl von Trades zu haben, um dann eben hier einen positiven Erwartungswert zu gehen und dann nach der klassischen Devise zu verfahren, die wir aus der technischen Analyse kennen. Ein Trend ist so lange als intakt zu bezeichnen, bis er gebrochen ist. Heißt anders formuliert, wir gehen auch in Zukunft davon aus, dass eben tatsächlich hier ein positives Gesamtergebnis von diesem Trade, wenn wir das über einen solchen langen Zeitraum getestet haben, ergeben wird. Und arbeiten dann mit diesen Zahlen eben auch im Zusammenhang mit dem aktuellen, mit der Überlegung, laufen wir gerade über oder unter EV. Also sprich, wenn ich jetzt eine Trefferquote habe zum Beispiel, wir nehmen das jetzt mal als gegeben auch für den DAX hin, für den habe ich jetzt leider kein perfektes Beispiel über solch einen langen Zeitraum. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir den DAX jetzt auch mit einer Trefferquote von 47% haben. Dann ist es eben so, dass wir mit einer Trefferquote von 29% offensichtlich unterhalb des aktuellen Erwartungswertes traden. Ja? Also deutlich sogar drunter, ausgehend von einer Trefferquote. Wobei wir dann zum Beispiel beim durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust uns auch fragen, wie sieht es denn da aus? Hier ist in diesem Beispiel zum Beispiel der durchschnittliche Gewinn, der durchschnittliche Verlust 1,3 zu 1. Das ergibt sich aus dem Umstand. Kurzen Augenblick bitte. Mach mal eben hier jetzt eine kurze Betrachtung auf. So. Zieh das mal eben ganz kurz hier rein. Also wir gehen jetzt mal davon aus. Ist einfach der Illusion, nicht die Illusion halber, sondern der zu Illustrationszwecken, dass die historische TQ, also die Trefferquote, 47% beträgt und dann das Payoff Ratio, das wir gleich noch einführen werden, aber was wir ja schon hatten, das ergibt durch den durchschnittlichen Gewinn geteilt durch den durchschnittlichen Verlust. Wenn wir das jetzt hier eingeben, landen wir bei 1,08 zu 0,82. Das ergibt sich zu 1,3 zu 1. So, wo kommen diese Zahlen her? Kommen hierher. Average Profit 1,08, Average Loss 0,82. Ja, da kommen diese her. Durchschnittlicher Gewinn teilen wir durch den durchschnittlichen Verlust, ergibt sich zu 0,82. Wenn man das in den Taschenrechner eingibt, sind wir bei 1,3 zu 1. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gucken wir uns doch mal an, zwar jetzt nur auf den letzten Monat, aber wir arbeiten mal mit den Zahlen von FX Blue. Wo sind wir denn jetzt mit dem DAX gelandet? So, wir gehen davon aus, dass die 47%, dass dieser Ansatz jetzt hier tatsächlich DAX-basiert ist. Und dann switchen wir mal hier rüber. Und dann sehen wir, wie gesagt, die Trefferquote von 29% können wir hier eintragen. So, TQ ist aktuell 29%. Und jetzt das Payoff-Ratio. Da müssen wir ein bisschen weiter nach rechts fahren. Das wird aber hier auch ausgespuckt, nämlich, da ist er, der Average Win und der Average Loss. Und da gibt er den Average Win von 72,63. 72,63. Und das teilen wir durch den Average Loss. Jetzt müssen wir hier mal rüber. Da von 68,29. Das war ja noch nicht super, aber zumindest schon mal größer 1. Und das teilen wir also 72,63 durch 68,29. Das ergibt sich dann zu 1,06. 1,06 zu 1. So. Was lässt sich jetzt daraus dann schließen? Nun, also erstens, wir könnten da jetzt mal ganz plump sagen, wenn die Trefferquote wirklich 47% beträgt, ja, dann ist es so, dass wir hier offensichtlich nicht so oft treffen, wie wir treffen müssten, historisch, also aus der Perspektive einfach mal gerade Pech haben, mit Anführungsstrichen. Und zeitgleich, wenn wir treffen, dann leider der Markt nicht so weit für uns läuft, wie er es eigentlich müsste, historisch, um eben hier ein positives Gesamtergebnis zu generieren. Denn das ist ja das, was die Aussage durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust eben tatsächlich beinhaltet. Also es bedeutet etwas anders. Wir treffen aktuell nicht gut genug. Und wenn wir treffen, dann ist es so, dass der Markt leider nicht so weit für uns läuft, wie er uns eigentlich für uns laufen müsste. So, das bedeutet jetzt etwas anders formuliert.
plumper gesprochen, das Marktumfeld korrespondiert nicht gut derzeit mit unserer Handelsstrategie. Ergo wäre eine Maßnahme, die wir ergreifen könnten, zum Beispiel unsere Positionsgröße zu reduzieren und einfach dann in diesem Zusammenhang zu vermeiden oder zu versuchen zu verhindern, dass die Verluste ausufern oder dass der Drawdown größer wird oder viel größer wird, als er eventuell einfach müsste, wenn wir keine Anpassung an unserem Risikomoney-Management-Plan vornehmen. Also hier sieht man bereits Möglichkeiten, wie man anhand mit simpelster Formeln eine gute Idee dafür formulieren kann, wie eben jetzt, was nicht funktioniert, warum es auch eventuell nicht funktioniert. Also anders formuliert ist ein Breakout-Ansatz zum Beispiel. Wir brauchen eine bestimmte Grundvolatilität. Zum Beispiel Punkt 1. Das lässt sich zeigen, dass es bei kleinen Ranges, zum Beispiel zu kleinen Ranges, dass dann zum Beispiel solche Breakout-Ansätze überhaupt gar nicht gut funktionieren. Das ist etwas, das war gestern zum Beispiel auch ein Thema, im Zusammenhang mit dem Euro-Yen. Man hätte durchaus zum Schluss kommen können, zu sagen, naja, die Range gestern für den Handelstag war auch alles andere als optimal. Also ich hatte mich ja so ein bisschen geärgert in den Abend hinein, dass der leider diese 10 Pips da oben nicht mehr gemacht hat und unterm Strich dann tatsächlich einen kleinen Verlust für den Tag generiert hat. Was kein Problem darstellt. Es ist einfach nur ein zufälliges Ereignis und wir waren einfach leider nicht auf der richtigen Seite dabei. Und der ist nicht ins Ziel gelaufen, sondern hat eben einen kleinen Verlust generiert, der Trade. Aber nichtsdestotrotz hätte man bereits frühzeitig morgens schon überlegen können, ob man den Trade überhaupt macht, beziehungsweise mit der Positionsgröße macht. Das hätte nicht vermieden, wenn man den Trade dann kleiner Positionsgröße gemacht hat, dass der Trade keinen Gewinn abgeworfen hätte. Aber es hätte zumindest dazu geführt, dass der kleine Verlust nochmal ein Stück weit kleiner gewesen wäre, wenn man mit einbezogen hätte, dass die Range eine bestimmte Grundweite braucht und der Markt eine bestimmte Grundvolatilität benötigt, um nach Breakouts auch in Richtung des Breakouts dann weiteres Momentum aufzunehmen, was wir ja bei solchen Breakout-Ansätzen benötigen. Und ergänzend hierfür ist das natürlich dann auch so, dass es nicht nur um die Grundvolatilität geht, eben tatsächlich, die wir benötigen, beziehungsweise Verzeihung, ja doch, dieses Grundrauschen, sondern dass wir natürlich auch generell eben genau das brauchen, Volatilität. Also das heißt, dann auch Momentum in die Richtung des jeweiligen Breakouts aufnehmen sehen. Und das bedeutet etwas anders formuliert, wenn dieses nicht gegeben ist, dann ist das meistens ein Indiz dafür, dass eben die Trefferquote unseres Handelsansatzes sinkt unter den historischen Wert, der einfach unter besseren Marktbedingungen entstanden ist, beziehungsweise auch das Payoff-Ratio dann nicht so optimal ist, wie wir es benötigen, um unseren Ansatz profitabel zu gestalten, denn der Markt läuft eben ja auch nicht so weit, wie er laufen müsste, um uns dann einen profitablen Trade zu generieren. So, das also das praktische Beispiel oder jetzt wieder angewandt eben auf die Theorie. Kommen wir zu den Grafiken, die ich in diesem Zusammenhang, also die finden sich alle auch in dem Teachable-Kurs, die wir uns jetzt in diesem Zusammenhang anschauen und wo wir es dann auch realer nochmal gestalten wollen. Also das waren jetzt gerade nur theoretische Beispiele, um diesen Erwartungswert nochmal in der Tiefe zu sich anzuschauen. Ich möchte hier gerne mal so ein relativ gutes Beispiel illustrieren oder anhand eines realen Beispiels aufzeigen, wie wichtig eben tatsächlich dieses Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust generell ist, beziehungsweise auch die Trefferquote und wie sich das dann in der Realität anwenden lässt und wo sich der Kern eben der Unprofitabilität auch von vielen Privatanlegern findet. Diese Grafik, die wir hier haben, bezieht mehrere Assets ein. Die sind da unten aufgelistet. Euro-US-Dollar ist gleich das, was wir uns anschauen werden. Dieser Balken alleine, diese Trefferquote zur Verlustquote, die hier aufgezeigt wird, dieser Balken alleine umfasst 9,2 Millionen Trades, die analysiert worden sind. Also das heißt, wir gucken uns hier nicht nur zwei, drei Trades an, sondern wir gucken uns über ein Zeitfenster von einem Jahr Trades bei einem Broker an, die eine Anzahl von 9,2 Millionen erreicht haben im Euro-US-Dollar alleine. Also demnach können wir davon ausgehen, wenn wir die alle aufsummieren, sind wir hier im relativ soliden zweistelligen Millionenbereich an Transaktionen, die getätigt worden sind. So, dann haben wir eben hier offensichtlich auch die Information, Euro-US-Dollar zum Beispiel, Trefferquote lag bei leicht über 60%. Das sehen wir hier anhand dieser Kennzeichnung eben auch, lag bei ziemlich genau 62,3% eben. Und dann ist es so, dann kann man das Gleiche jetzt auch nochmal anderweitig auflisten, nämlich oder nach durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust. Also vorher war die Trefferquote 62% im US-Dollar. Und hier sehen wir dann etwas, das werden wir in der Trading-Psychologie in dem Modul uns noch en Detail anschauen. Das ist das Verhältnis zum durchschnittlichen Gewinn zum durchschnittlichen Verlust. Und der zeigt hier auf, dass der durchschnittliche Gewinn im Schnitt, das ist der blaue Balken im Euro-US-Dollar im betrachteten Intervall, also auf die zu 9,2 Millionen Trades, ungefähr bei Pi mal Daumen 20 Pips lag,
während der durchschnittliche Verlust, das ist der rotfarbene Balken, bei etwa 40%, Entschuldigung, 40 Pips lag. Das bedeutet also etwas anders formuliert dann, dass wir hier jetzt die Möglichkeit haben, den Erwartungswert zu berechnen, ausgehend von der Trefferquote 62% und eben dem Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust. Das heißt also, wir können jetzt in der nächsten Slide dort diese Zahlen alle entsprechend eintakten. Das wäre ein bisschen suboptimal. Sind sogar 9,4, Verzeihung, 9,4 Millionen Trades sogar. Hier sind die Gewinntrades, 62%. Dann kommen die Verlusttrades. Jetzt ganz richtig, da hat mal jemand einen Hinweis gemacht. Ich habe diese Grafik schon mal gezeigt. Und da sagt er, ja, sag mal, Break-Even-Trades sind die da gar nicht aufgelistet. Wenn es nur Gewinner und Verluste gibt, gibt es da sicherlich immer einen Plus-Minus-Null-Trade. Da gab es ja nicht nur einen von, sondern da gab es tatsächlich sogar über 40.000 von. Aber bei 47.000 Trades, die Break-Even sind, sind bei 9,4 Millionen das eben nur 0,5% und demnach sind die vernachlässigbar. Die können wir einfach hinten runterfallen lassen. Und wir können dann anhand dieser Zahlen, nämlich den Gewinntrades 5,8 Millionen, 5,9 Millionen aufgerundet und Verlusttrades von 3,5 Millionen, können wir eben den Erwartungswert hier unten berechnen. Durchschnittlicher Gewinn, Pips 21,05. Durchschnittlicher Verlust in Pips 41,2. Die Zahlen geben wir ein in diese Formel. Erwartungswert ist gleich. Und dann hacken wir das alles in den Taschenrechner ein und bekommen unterm Strich minus 2,2 Pips. Kleiner Null. Erwartungswert, demnach Handel dieser Privatanleger über diese enorme Sample Size an Trades offensichtlich negativ. So, jetzt kommt natürlich gleich erstmal der Hinweis. Und dieser Hinweis ist, naja, 2,2 Pips im Schnitt Verlust, das ist ja jetzt auch nicht so mega schlecht. Es kommt ganz drauf an. Denn wir müssen uns Folgendes vor Augen führen. Dieses Ergebnis, was der Erwartungswert hier ausspuckt, und ich hatte gestern die Zahl schon mal hier eingeworfen gehabt, das, was der uns hier ausspuckt, ist das durchschnittliche Ergebnis pro Trade. Und wir berechnen das hier auch ganz bewusst in Pips und nicht in absoluten Eurobeträgen. Denn jetzt ist es natürlich auch eine Frage des sogenannten Pip-Werts, den wir haben. Also sprich anders formuliert, wir werden zum Ende der Woche, das wird dann am Freitag der Fall sein, wir werden uns morgen mit dem Thema Scale In, Scale Out auseinandersetzen und dann am Freitag das Thema Positionsgröße und Hebel im Trading nochmal uns anschauen. Das wird dann in diesem Zusammenhang relevant, aber ich greife schon mal ein bisschen vor. Der effektive Hebel, der genutzt wird im Trading, hat eine enorme Auswirkung auf die Gesamtprofitabilität des Handelsansatzes. Und wenn der Pip-Wert groß genug gewählt wird, also sprich der effektive Hebel im Trading, der sich darüber definiert, über den bewegten Gegenwert der Position in Relation zu meinem Kontostand. Ich formuliere es um. Wenn ich in Euro-US-Dollar handle zum Beispiel und ein Lot trade, dann entspricht das einem bewegten Gegenwert im Euro-US-Dollar in dieser Position von 100.000 Einheiten. Wenn ich jetzt ein 10.000-Euro-Konto trade, dann bedeutet das für den effektiven Hebel, dass ich 100.000 Einheiten Euro-US-Dollar be bewege und die teile ich durch 10.000. Das sind dann also 100.000 durch 10.000 gleich 10 zu 1. Demnach ist mein effektiver Hebel 10 zu 1. Was sich zeigen lässt, ist, dass tatsächlich die Profitabilität der Trader mit fallendem effektiven Hebel, also auch dann deutlich unter 10 rutschend, eben exponentiell stark steigt. Also bedeutet anders formuliert, es gibt in der Aufzeichnung, die ich am Freitag zeigen werde, auch wieder für dieses Zeitintervall, eine Aufzeichnung, die zeigt, dass Trader, die mit einem effektiven Hebel um 25 zu 1 getradet haben, also die mit einem 10.000-Euro-Konto anders formuliert im Schnitt einen Gegenwert von 250.000 Euro US-Dollar bewegen, Einheiten, also 2,5 Lots, dass die nur in roundabout 18% der Fälle langfristig und für dieses Zeitintervall betrachtet profitabel waren, während zum Beispiel Trader, die mit einem effektiven Hebel in ihrem Trading agieren, von 5 bis oder dann auch kleiner 5 zu 1. Also ich habe ein 10.000-Euro-Konto und bewege nur 50.000 Einheiten Euro-US-Dollar, dass die in über 40% der Fälle profitabel sind. Damit man jetzt eine Vorstellung auch davon bekommt, man kann sich ja mal Folgendes vor Augen führen. Mein effektiver Hebel im Trading zum Beispiel liegt zwischen 2 bis 3 zu 1. Also das bedeutet, ich bin sogar nochmal unterhalb dieser Schwelle von 5 zu 1 unterwegs. Und ich werde das auch nochmal am Freitag zum Thema machen. Ich hatte ja auch nach der ESMA-Entscheidung letztes Jahr im August dann häufiger die Frage, die aufkam, naja, wie stehst du denn so dazu? Das ist doch total blöd jetzt hier so bevormundet zu werden. Ich kann diese Geschichte auf jeden Fall nachvollziehen. Es gibt ja auch diverse, auch unter euch, die jetzt hier zuhören, von denen ich weiß, die brauchen für ihren Handelsansatz
einen verhältnismäßig hohen Hebel, weil das einfach margentechnisch sonst problematisch wird. Nichtsdestotrotz bin ich dahingehend hin und her gerissen, dass ich eben auf der Kehrseite auch weiß, wie wichtig ein adäquater Hebeleinsatz im Trading hinsichtlich der Profitabilität und auch Langlebigkeit des jeweiligen Kunden ist oder Traders. Dann eben nicht Kunde des Brokers, sondern eben des Traders generell. Was bedeutet etwas anders formuliert, desto höher der effektive Hebel, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit, dass der eben tatsächlich dann mit seinem Trading profitabel ist und innerhalb der nächsten 12 Monate nicht mindestens ein Konto vor die Wand klatscht. Also das im Zusammenhang mal kurz mit dem effektiven Hebel. Und wir haben jetzt hier mit Pips gearbeitet. Also man arbeitet jetzt hier mit 2,2 Pips. Ich kann aber sagen, dass eben der Pip-Wert vieler Privatanleger viel, viel zu hoch ist. Also einer der Hauptgründe auch für die Unprofitabilität ist nicht nur die mentale Komponente und das, der Fakt, dass sie Gewinntrades nicht laufen lassen können und Verluste ausufern lassen. Ich will das mal ganz kurz hier nochmal zeigen, nur dass wir hier dieselbe Grafik auch nochmal zur Augen führen. Das ist nicht nur einfach ein Spruch, das ist das, was diese Grafik über eine Vielzahl von verschiedenen Märkten aufzeigt. Ja, wir sehen im Durchschnitt weniger große Gewinne als gleichzeitig große Verluste. Durchschnittlich kleine Gewinne, durchschnittlich große Verluste heißt kleiner blauer Balken, großer roter Balken. Und das über eine Vielzahl von mehr als, ja, also mehr als 10 Millionen Transaktionen, mehr als 10 Millionen Trades. Das ist nicht einfach nur ein Ammenmärchen, sondern das ist ein Fakt. Und das sollte etwas sein, was man eben berücksichtigt. Heißt anders formuliert, wenn ich eben dann so arbeite und den Pip-Wert hoch genug wähle, also das ist das nächste Problem von Retail-Tradern, sie sind einfach verlustavers. Das wird eine Begrifflichkeit sein, die wir uns dann in dem Modul Trading Psychologie sehr, sehr detailliert widmen wollen. Wenn wir das eben kombinieren und dann noch eine sehr hohe Handelsfrequenz haben, also viele Trades generell, die getätigt werden, dann kommt unterm Strich einfach mal raus, dass diese 2,2 Pips im ersten Moment nicht besonders viel ausschauen, aber zum Klassiker dessen führen, was ich ja in meinem Buch sehr provokant behauptet habe, nämlich 90, 90, 90. 90% der Trader verlieren 90% ihres Geldes in 90 Tagen. Und diese Zusammenführung der einzelnen Aspekte, die ich gerade genannt habe, unterstreichen das eben, dass es tatsächlich so ist. Diese Fehler sind vermeidbar, aber man muss sie natürlich erstmal kennen, dass sie gemacht werden, um dann auch entsprechend sie dann entsprechend vermeiden zu können. Und so kann man dann auch aus ja, theoretischen Aspekten hier rund um den Erwartungswert einen definitiven Mehrwert fürs Trading ziehen, wenn man sich die Frage stellt, woran scheitert es denn? Zumeist scheitert es eben an einer Kombination von Verlustaversion, also das heißt Verluste ausufern lassen, zeitgleich Gewinne begrenzen, also Gewinntrades nicht laufen lassen, Verluste ausufern lassen. Und eben dann aus dem Aspekt, dass der Pip-Wert, der effektive Hebel, zu hoch gewählt wird und die Handelsfrequenz einfach zu hoch ist. Wenn ich diese drei Komponenten zusammenführe, dann habe ich innerhalb kürzester Zeit, trotz eines durchschnittlich eigentlich passablen Erwartungswerts von nur minus 2,2 Pips, nicht die Frage, ob ich mein Handelskonto vor die Wand fahre, sondern im Grunde genommen stelle ich mir nur noch die Frage, wann ich es tue, weil der negative Erwartungswert bedeutet nämlich genau das. So, Payoff-Ratio hatten wir jetzt ja oft genug schon eingeführt gehabt, will ich jetzt dann auch final tatsächlich nochmal hier einwerfen. Und zwar, das ist das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust. Viel interessanter meiner Meinung nach ist eine Grafik, die wir hatten, die wir bereits gestern eben tatsächlich hatten, nämlich zum sogenannten Risk of Ruin und dann, oh, hoppala, das war jetzt ein bisschen blöd. So, zum Risk of Ruin und eben dem Verhältnis zum Payoff Ratio selbst. Das ist eine sehr, sehr interessante Grafik eben in der Tat, die auch nochmal unterstreicht, wie wichtig es offensichtlich ist, einen Glaubensgrundsatz zu formulieren, der im Kern beinhaltet, Gewinntrades laufen zu lassen, Verluste zu begrenzen. Das ist immer sehr, sehr schön, wenn man solch eine Weisheit dann irgendwie aus irgendeinem Tradingbuch nimmt. Und das ist ja im Grunde genommen der Klassiker der Trading-Literatur. Also jedes durchschnittliche Tradingbuch, da steht irgendwo mal drin, lasse Gewinne laufen, lasse Verluste, begrenze Verluste. Ja, so. Und das ist immer ganz schön gesagt, schnell gesagt, macht sich auch gut auf jedem Vortrag. Alle klatschen Beifall und denken sich, wow, das ist Weisheit, ja, von der Trading-Front. Problem bei der Sache ist allerdings, dass keiner so wirklich zu begreifen scheint, warum ist das eigentlich so? Warum sollte man das eigentlich tun? Und diese Ausarbeitung zum Payoff-Ratio unterstreicht es oder auch zum Erwartungswert generell. Es findet sich ja in der Formel zum Erwartungswert. Findet sich ja dieses Payoff-Ratio wieder mit dem durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust. Ich will das nochmal ganz kurz hier, zack, auf den Bildschirm holen. Also, wir sehen da den durchschnittlichen Gewinn, der offensichtlich den vorderen Term beeinflusst, wo wir sehen, der durchschnittliche Gewinn bei einer Trefferquote, die, sagen wir mal, konstant gehalten werden kann, gehen wir mal davon aus,
ist dann in der Lage, offensichtlich hier diesen Bereich, diesen Term groß zu machen. Und wenn der Verlust begrenzt wird, da klein gehalten wird bei einer Verlustquote, vielleicht sogar noch kleiner gemacht werden kann, als er sowieso schon ist, durch Techniken, die wir morgen dann uns anschauen wollen. Stichwort Scale in, Scale out. Also das heißt, pyramidisierende Gewinntrades, durchschnittlichen Gewinn groß machen und zeitgleich einen durchschnittlichen Verlust hier klein machen, also Scale out aus verlustbringenden Positionen. Ja, dann liest sich ja logischerweise, wenn man das, wenn man die Formel in der Tiefe verstanden hat, dass dadurch natürlich der Gesamterwartungswert steigen muss. Muss größer, noch größer Null werden, als er vielleicht sowieso schon ist, was unterm Strich ja nichts anderes bedeutet, als die Tatsache, dass eben meine Gesamtprofitabilität steigt, folglich. So. Und jetzt ist es eben dann so, zack, jetzt ist es dann eben so, dass man hier erkennen kann, desto größer das Payoff-Ratio wird, folglich, desto geringer auch das Risk of Ruin. Jetzt haben wir aber gestern schon gezeigt auch, das hat natürlich eine Grenze. Also das ist jetzt nur erstmal eine rein theoretische Betrachtung, die aber nochmal grafisch untermauern soll, warum es so wichtig ist, Gewinntrades laufen zu lassen. Was meine ich damit? Nun, das Payoff-Ratio, das ist natürlich hier eine schöne Sache, Gewinner laufen zu lassen, aber es muss natürlich auch im Verhältnis zur Trefferquote stehen. Was wir hier auf diesen Grafiken vorher zum Beispiel gezeigt haben, ist ja auch die Trefferquote, zum Beispiel im Euro-US-Dollar, ist ja verhältnismäßig hoch mit über 60%. Und eine hohe Trefferquote kann ich natürlich dadurch generieren, indem ich offensichtlich viele kleine Gewinner mitnehme. Ja, das heißt, das unterstrich noch nicht, wie gesagt, dass ich dadurch profitabel werde, weil, wie gesagt, wenn die Verluste in Relation hierzu groß genug sind, dann schaffe ich selbst aus dem Sammeln von vielen Gewinntrades wie ein Eichhörnchen, ja, schaffe ich es trotzdem, ein unterm Strich negatives Gesamtergebnis zu produzieren, weil sich das mathematisch eben über den Erwartungswert entsprechend dann zeigt, ob das profitabel ist oder nicht. Aber hier zeigt sich natürlich auch, dass zum Beispiel kleine Gewinntrades in der Lage sind, die Trefferquote zu pushen, was natürlich unterm Strich bedeutet, große Gewinntrades haben in der Konsequenz eher eine niedrige Trefferquote zur Folge, was natürlich wiederum auch mental entsprechend verarbeitet werden sollte. Das heißt, ich habe jetzt hier bereits auch eine Möglichkeit, nochmal diese drei Säulen profitablen Tradings mir ins Gedächtnis zu rufen, die ich gestern in der Einführung kurz gezeigt habe, dass man versteht, dass auch hier der Handelsansatz gut mit meiner Persönlichkeit korrespondieren soll. Jeder, der kann sich das dahingehend so vorstellen, dass man sich einfach mal ins Gedächtnis ruft, dass Trendhandelsansätze historisch bekannte Trefferquoten um die 30, 35% haben. Das heißt, etwas anders formuliert, wenn ich das jetzt mal auf 10 Trades hochrechne, dann habe ich auf diese 10 Trades im Schnitt drei Gewinner und sieben Verluste. So, jetzt muss ich mir die Frage stellen, bin ich überhaupt mental in der Lage, das auszuhalten? Also lässt mein Ego das zu? Klar sollte man das Ego beim Trading draußen an der Tür lassen, aber man kann auch irgendwie nicht aus seiner Haut raus. Also das erfordert auch viel an Übung, an Disziplin und an auch Selbstgeißelung, tatsächlich dann in der Lage zu sein, solche Verhältnisse von eben 7 auf 10 Trades Verluste eben auszuhalten. Und das ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz wichtige Frage im Zusammenhang eben mit meinem Charakter generell, kann ich das überhaupt? Und so hat eigentlich auch der Handelsansatz, der mit meiner Persönlichkeit korrespondiert, indirekt, also spiegelt sich in dem auch indirekt wieder ein entsprechend optimales Verhältnis von Gewinn zu Verlust-Trades. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Ich habe zum Beispiel mit der Zeit festgestellt, dass ein zu großes Payoff-Ratio, was ich anstrebe, ein Verhältnis von 3 zu 1, dass ich das zwar mental kann, aber in der Tat durch meine Fähigkeiten und meinen Handelsansatz selbst und meine Möglichkeit, den Markt zu lesen, dass ich eben auch in der Lage bin, selbst mit einem kleineren Payoff-Ratio, eben bei einer dann entsprechend höheren Trefferquote allerdings immer noch ein gleich profitables, sogar profitableres Ergebnis zu erarbeiten. Und habe festgestellt, dass das eigentlich noch viel besser mit meiner Persönlichkeit korrespondiert, auch wenn ich in der Lage bin, zum Beispiel hier mein Ego hinten anzustellen und eben Gewinner laufen zu lassen, gut laufen zu lassen. Das bin ich auch immer noch. Und ab und an finde ich mich in Marktumfelden wieder, wo dann einfach mal meine Fähigkeit, den Markt einzuschätzen und eben dann auch entsprechend diese Fähigkeit, Trades laufen zu lassen. Also diese stark unterdrückte Verlustaversion. Ich sage an der Stelle nicht, dass ich dieser nicht ausgesetzt wäre, sondern ich sage an dieser Stelle einfach, dass ich durch eine Technik, die wir noch kennenlernen werden, namens Induzieren rationalen Denkens in der Lage bin, die einfach wirklich auf ein Minimum zu reduzieren, sodass sie eigentlich in meinem Trading überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Also dann aktiv. Also nicht, dass es nicht trotzdem irgendwann mal brodelt und ich mir denke, musste das jetzt sein, aber zumindest mal, dass ich das schaffe, eben durch diese Technik wirklich
ganz, ganz ins hinterste Stübchen meiner mentalen Befindlichkeit, meines Gehirns zu verfrachten für den Trade, um dieser kognitiven Verzerrung, so nennt man das dann, in meinem Trading nicht zu unterliegen. Und nun, also Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass man, wie gesagt, daran wunderbar erkennt, dass eben auch hier dieses Modell sehr, sehr grob gezeichnet seine Grenzen hat, weil ein Payoff-Ratio zwar einerseits eben entsprechend natürlich, desto höher es ist, das sogenannte Risiko, bankrott zu gehen, das Risk of Ruin in der Lage ist zu reduzieren. Nichtsdestotrotz aber auch ein phänomenales Payoff-Ratio nicht bedeutet, dass ich mit meinem Trading nicht trotzdem bankrott gehe oder ich formuliere es um. Mal angenommen, ich habe ein tolles Payoff-Ratio von 10 zu 1. Ich verdiene im Schnitt 10-mal so viel für jeden Gewinn, wie ich normalerweise verliere. Also ich sage es anders, ich habe im Schnitt einen Gewinner von 100 Euro und im Schnitt einen Verlust von 10 Euro. Jetzt habe ich dann 100 Euro Trading-Kapital, das war ganz klein gesprochen, habe 10 Verluste in Folge. Alle getradet mit 10 Euro, ist mein Konto trotzdem platt. Ich habe zwar ein phänomenal gutes Payoff-Ratio von 10 zu 1, aber eben eine Trefferquote, die absolut schlecht ist, die unter allem liegt und infolgedessen eben dazu geführt hat, dass mein Handelskonto trotzdem platt ist. Also das bedeutet, es gilt auch hier immer entsprechend dann die Trefferquote natürlich mit einzubeziehen. Nichtsdestotrotz zu Illustrationszwecken ist es an der Stelle ganz wichtig, dass wir eben hier jetzt einfach nochmal vor Augen geführt kriegen, warum das Payoff-Ratio einfach eine so wichtige Komponente im Zusammenhang mit dem Trading eben spielt. So, bevor ich jetzt gleich die letzte Slide hier öffnen werde, und auf dieser Slide dann eure Aufgabe bis zum Live-Trading am Donnerstag formulieren werde, gebe ich euch jetzt kurz einen kleinen Tipp. Schreibt einfach vielleicht mal mit, was ich jetzt mache, denn das wird euch dann bei Bearbeiten dieser Übungsaufgabe eine super, super Möglichkeit bieten, eben diese relativ zügig abzuarbeiten. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt dieses Trading bis jetzt hier auch mitgemacht. Also das heißt, dieses Demokonto mitgehandelt mit diesen Handelsansätzen, sodass ihr dann in der Lage seid, jetzt eben mit realen Werten auch tatsächlich zu arbeiten. Also die Aufgabe wird beinhalten, dass wir sowohl für den DAX als auch für den Euro für die letzten 4 Wochen unseren Erwartungswert und unser Payoff-Ratio berechnen. Und das wollen wir jetzt anhand des Beispiels hier mal ganz kurz machen, nämlich für den DAX und dann darunter für den euro-japanischen Yen. So, also wir hatten gesagt, dass der Erwartungswert, ich kürze den ab mit EW, dass der sich ergibt aus der Trefferquote. Ich mache es anders. Moment. Den schreibe ich oben drüber. So, ich habe gesagt, dass der Erwartungswert sich ergibt durch die Trefferquote multipliziert mit dem durchschnittlichen Gewinn abzüglich dann der Verlustquote multipliziert mit dem durchschnittlichen Verlust. So. Und wir hatten auch gesagt, dass das Payoff-Ratio sich ergibt als das Verhältnis von durchschnittlichen Gewinn geteilt durch den durchschnittlichen Verlust. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir bei FX Blue. Den Link, den habt ihr euch ja alle selbst für euer Trading erstellt. EW gleich. POR steht für Payoff Ratio. Das gleiche machen wir hier auch. EW POR. Das müssen wir längst nicht unterstreichen. So. Und jetzt suchen wir also einmal die Trefferquote und dann den durchschnittlichen Gewinn. Folglich die Verlustquote natürlich, durchschnittlichen Verlust und geben diese Werte dann entsprechend natürlich ein. Also erstmal die Trefferquote für den DAX beträgt, hatten wir gerade eben ja schon gesagt, einen Button findet man hier bei dem FX Blue über den Button Stats. Ja, dann geht man auf Symbol und dann haben wir hier in dieser Zeile für DE30, also für den DAX, haben wir eine Trefferquote Winner Percent 29. Oder hier Loser Percent 71%. Zeitgleich Euro-Japanischer Yen 45 und Loser 50%. Interessanterweise ist es jetzt so,
Jetzt stellt man sich die Frage, was, wieso Loser 50%? Das hat damit zu tun, dass es einen Break-Even-Trade gab. Der war allerdings keiner, den ich Break-Even rausgenommen habe, sondern der wirklich plus minus null in diesem Zeitintervall hier ausgestoppt wurde. Und das bedeutet also dann etwas anders formuliert, dass dann natürlich in diesem Fall ein Trade Break-Even ist und somit addiert sich dann die Gewinne und die Verlustquote nicht zu 100%. Also das ist aber korrekt. Ja? So, jetzt gehen wir das hier entsprechend ein. Also Trefferquote im DAX 29%, VQ 71%, für den Euro-Yen können wir das auch hier schon mal hinschreiben, TQ 45%, VQ 50%. Und jetzt gilt es, den durchschnittlichen Gewinn und den durchschnittlichen Verlust natürlich noch rauszufinden. Auch den hatten wir gerade hier schon mal eingezeigt. Da müssen wir ein bisschen nach rechts scrollen. Da steht dann Average Win und hier steht Average Loss. So, das zack geben wir dann hier ein. Also durchschnittlicher Gewinn. Doppelpunkt. Schreibe auch gleich mal hinter durchschnittlicher Verlust. So, Doppelpunkt. Das kopieren wir auch mal hier hin. Zack. Zum Euro-japanischen Yen. So, und dann ziehen wir das ein bisschen rüber. Da steht also hier dann für den DAX an dieser Stelle 72,63 Euro. Durchschnittlicher Verlust 68,29. Wir arbeiten jetzt an der Stelle, also wir müssen das Minus da jetzt nicht mitziehen, weil logischerweise natürlich ein durchschnittlicher Verlust impliziert, dass da ein Minus vorsteht. So, und dann haben wir hier den durchschnittlichen Gewinn für den Euro-Yen, der steht gleich darunter, 58,76 Euro. Und hier durchschnittlichen Verlust von 31,88 Euro. So, und dann haben wir eigentlich alle Informationen, die wir benötigen, um folglich hier den Erwartungswert zu berechnen. Jetzt gilt es nämlich nur noch, entsprechend diese hier aufgeschriebenen Werte entsprechend in diese Formel einzusetzen. Also Trefferquote 29% oder 0,29. Dann der durchschnittliche Gewinn, der beträgt 72,63 Euro. Davon ziehen wir ab 71%, 0,71 mal 68,29 Euro. So, das kann man dann in den Taschenrechner einhacken. Und dann bekommen wir 0,29 mal 72,63 Euro. 21,06 abzüglich 71% mal 68,29, 48 Euro aufgerundet 49 kaufmännisch. So. Und das ergibt sich dann folglich gleich zu mal minus 1 plus 21,06. Das ergibt sich zu minus 27,43 Euro. Das ist also das Ergebnis für den Erwartungswert für den DAX. Offensichtlich unprofitabel, das hatte ich aber schon vorher gesagt. Das ist jetzt keine so große Überraschung. Der Vollständigkeit halber wollen wir hier noch das Payoff-Ratio berechnen. Ergibt sich der durchschnittliche Gewinn zum durchschnittlichen Verlust. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren das 1,06 zu 1. 72,63 durch 68,29. Ja, 1,06 zu 1. So, und jetzt zeige ich euch mal einen Trick, jetzt machen wir es mal andersrum. Jetzt machen wir mal zuerst das Payoff Ratio. Und das sind 58,76 geteilt durch 31,88 Euro. 58,76 durch 31,88. Das sind 1,8 zu 1. Sehr gut.
Warum ist das sehr gut? Nun, wir müssen uns mal vor Augen führen, dass wir mit einem vorgefertigten Chance-Risiko-Verhältnis von 1,7 zu 1 arbeiten. Dieses Ergebnis, was über dem von uns gearbeiteten Chance-Risiko-Verhältnis von 1,7 liegt, das ist nicht unmöglich, sondern das bedeutet, dass wir verhältnismäßig oft eigentlich den Trade in den Take-Profit laufen sehen und zeitgleich, wenn der Trade sich nicht für uns entwickelt, also gegen uns läuft, eben nicht in den Stop läuft und damit einen kleineren Verlust generiert. Also das heißt, wir sind hier tatsächlich aktuell sehr, sehr positiv laufend, sogar über EV laufend. Also aktuell funktioniert die Strategie trotz relativ enger Ranges verhältnismäßig gut, ja, mit dem aktuellen Marktumfeld. Und ja, der Erwartungswert, wie können wir den jetzt berechnen? Nun relativ einfach. Ich mache es noch ein bisschen genauer vielleicht sogar, 1,84. Wir können jetzt hier nämlich sagen, wir nehmen die 0,45, die multiplizieren wir mit den 1,84. Die Probe, die könnt ihr dann als Hausaufgabe machen. Einfach mal schauen, ob das auch tatsächlich aufgeht, wenn wir das in den einzelnen Zahlen arbeiten. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Und das multipliziere ich dann nur noch mit 1. Und dann muss ich nur noch hier die vordere Klammer ausrechnen. Die zweite, die habe ich natürlich gleich durch die Multiplikation mit der 1. 1,84. Dann sind wir bei 0,828. Das Interessante, ja, nee, eigentlich habe ich jetzt gerade Mist gebaut. Eigentlich habe ich jetzt gerade eben Mist gebaut. Eigentlich auch nicht. Also, was ich jetzt nämlich hier gemacht habe, ist, das ist das Ergebnis, was unabhängig ist von einer entsprechenden Eurozahl. Das heißt also, was ich jetzt hier als Ergebnis für den Euro-Yen habe, das ist zwar ein kleineres Ergebnis, aber das ist das Ergebnis, was ich bekomme pro riskiertem Euro. Also das heißt, ich kann das jetzt entsprechend hochskalieren. Das habe ich zum Beispiel hier die Möglichkeit, das Ergebnis mit 70 zu multiplizieren, weil es 70 Euro sind, die ich pro Trade riskiere. Das heißt also, ich multipliziere die 0,328 mit dann 70, das, was ich riskiere, und lande bei 22,96. So. Im Falle des DAX habe ich jetzt das Ergebnis pro Trade schon konkret ausgerechnet und habe nicht diese Möglichkeit, das hoch zu multiplizieren. Also das sind zwei verschiedene Herangehensweisen, wobei mir die für den Euro-Yen besser gefällt, weil sie einfach eine schnellere Möglichkeit bietet, eben mit dem erhaltenen Ergebnis das auf entsprechende Risiken pro Position zu skalieren. Und ja, jetzt ist es eben so, und da kommt dieses letzte Slide eben entsprechend hier ins Spiel. Eure Übungsaufgabe bis zum Live-Trading am Donnerstag ist einmal für den DAX den Erwartungswert und das Payoff-Ratio auszurechnen, beziehungsweise für den Euro-Yen genau das gleiche zu tun. Erwartungswert und das Payoff-Ratio eben auszurechnen und das einfach mal für das Trading auf dieses Konto für euch zu berechnen, zu Übungszwecken, um damit einfach ein Gespür dafür zu bekommen. Ja, und das dann einfach so als Übungszweck einfach zu nutzen. Also ihr könnt mir das sehr, sehr gerne natürlich auch als Mail dann schicken, wobei ich es natürlich nicht kontrollieren kann, weil ich dafür nämlich den Zugang zu eurem Demo-Bootcamp-Konto benötigte. Aber unterm Strich zielt halt das jetzt hier darauf ab, dafür einfach ein besseres Gefühl zu bekommen für das Thema Erwartungswert und Payoff-Ratio. Damit eben dann in eurem Trading zu arbeiten und in Zukunft einfach in der Lage zu sein, zu sehen, wo seid ihr dort eigentlich erwartungswerttechnisch. Ich formuliere es mal um. Wir könnten jetzt nochmal ganz kurz hier zurückgehen. Natürlich, wie gesagt, wir gucken hier auf 20 Trades. Also die Aussagekraft ist nicht besonders gut. Aber vielleicht habt ihr es schon mal erlebt, wenn ich von meinem Trading gesprochen habe, dass ich von einem guten Verlust sprach. Wie definiere ich einen guten Verlust? Naja, wenn ich es schaffe, hier den durchschnittlichen Verlust bei 31,88 € zu stabilisieren oder rund 32 Euro. Und mir entsteht dann auf einen Euro-Yen-Trade, natürlich bei der gleichen Größe, ne, von 0,7%, also 70 Euro, die ich da riskiere, mir entsteht dann eben ein Verlust, sagen wir mal nur von 20 Euro für den Tag, dann ist das ein guter Verlust, weil der Verlust durchschnittlich unter dem liegt, was eben normalerweise erwartungswerttechnisch erwartet werden darf oder erwartet werden sollte mit dem Handelsansatz. Und das Interessante dabei ist natürlich, das kann ein positiver oder das hat eine positive Auswirkung auf den Erwartungswert. Denn wenn der durchschnittliche Verlust kleiner ist, dann sinkt unterm Strich, Entschuldigung, steigt das Payoff-Ratio. Denn ich gehe davon aus, dass ich diese erste Komponente in der Lage bin zu stabilisieren. Die zweite wird kleiner. Dadurch wird das Gesamtergebnis größer. Wenn das Gesamtergebnis größer wird, wächst auch folglich der Erwartungswert und somit ist die Profitabilität meines Handelsansatzes gesteigert. Ja, und das ist ja, das ist das
der Kern hinter der Aussage, ich hatte heute einen guten Verlust. Das wird im ersten Moment erstmal seltsam klingen. Genauso kann ein Verlust, nicht ein Gewinn, Verzeihung, ein Gewinn natürlich schlechter sein. Wenn der Gewinn kleiner ist als das, was ich gemeinhin eben in der Lage bin zu erwarten, dann ist das kein guter Gewinn. Dann habe ich zwar für den Tag gewonnen, aber ich kann mich nicht wirklich drüber freuen, weil es insgesamt eigentlich die Profitabilität meines Handelsansatzes beeinträchtigt. Und so kann man auch einen Glaubensgrundsatz für sich selbst formulieren, der dann in der Tat im Kern darauf abzielt, einfach zu verstehen, dass es beim Trading eben um diese Optimierung des Erwartungswertes geht und dass im Kern dessen wiederum eben liegt, Gewinner groß zu machen, Verluste zu begrenzen, mit dem Ziel, die Gesamtprofitabilität des Ansatzes einfach zu erhöhen und dann mal sein Trading profitabler zu gestalten. So. Das wäre es für heute gewesen. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm, denn das Thema ist einfach zu wichtig, als dass es nicht in der Tiefe bearbeitet werden soll. Wie gesagt, zu Übungszwecken arbeitet euch einfach mal hier durch diese kurze Berechnung durch. Anhand dessen, was ich gerade schon vorgerechnet habe, ist das wahrscheinlich jetzt ein Kinderspiel. Eventuell hat es der eine oder andere schon parallel mitgemacht. Nichtsdestotrotz versucht das in der Nachbetrachtung euch noch mal tiefer en Detail zu Gemüte zu führen. Morgen widmen wir uns dann zwei Techniken, die zum Ziel haben, das Payoff-Ratio und somit den Erwartungswert generell zu vergrößern. Denn das theoretische Wissen heute, das lässt sich natürlich dann auch mit entsprechenden Techniken in der Praxis anwenden. In dem Fall in einer Technik namens Scale-In, das Größermachen von Gewinntrades, oder Scale-Out, das Kleinermachen von Verlust-Trades. Und da gilt es natürlich auch, Techniken vorzustellen, wo dann auch wieder unsere Aufzeichnung bei FX Blue beginnt, eben eine Rolle zu spielen. Thema Scale-Out zum Beispiel, habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, vielleicht hat der ein oder andere es in meinem Buch gelesen, ich habe da von Timescale-Outs gesprochen und der akkuraten Dokumentation von Trades. Wenn ein Trade sich nach einer bestimmten Periodenanzahl oder der Zeit nicht so entwickelt hat, dann einfach einen Teil der Position rauszunehmen, weil einfach die Wahrscheinlichkeit klein ist, dass da noch was Vernünftiges bei rauskommt. Unterm Strich ist das genau das, was ich initial sagte, mit dem Trade für den euro-japanischen Yen und dem Zeitintervall von rund 5 Stunden, 4,5, 5 Stunden. Wo ist der eigentlich? Na, das ist doch mal erfreulich. Wir reden und reden und parallel dazu verdienen wir Geld. So soll es sein. Also, wir sehen hier, Euro-Yen läuft schön auf der Oberseite durch. Sind wir mal gespannt. Vielleicht schafft er noch die letzten, wie viele Pips sind noch? Ja, 30 mal gucken. Das wird wahrscheinlich eine bisschen hakelige Angelegenheit. Aber der Euro beginnt sich gerade so ein bisschen zu stabilisieren, läuft über die 1,13 zurück, kann sich so ein bisschen erholen nach den Abschlägen der letzten Zeit, kann die 12,80 halten. Das ist eine schöne Entwicklung. Schauen wir einfach mal. Vielleicht ist uns der Trader-Gott noch wohlgesonnen und checkt uns in den letzten Minuten des Handelstages noch mal ein paar Pips. Dann hat der Euro-Yen für den heutigen Tag wieder gut funktioniert. Noch sind die Schäfchen nicht im Trockenen, das ist natürlich auch klar. Deswegen, wir freuen uns erst, wenn der Trade dann auch tatsächlich durch ist. Und ja, wir hören uns morgen um 18 Uhr wieder. Scale in, scale out. Ich wünsche euch einen schönen, erholsamen Abend. Falls ihr Fragen habt, wisst ihr, wo ihr mich findet, schickt mir gerne eine Mail. Und happy trading von meiner Seite. Also, happy trading, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.